Willkommen zusammen zur ersten Folge von City Transport Simulator Tram. Morgen wird das Ganze veröffentlicht. Wir gucken uns das Ganze hier mal vorab an. Mir wurde freundlicherweise von ViewApp und Dovetail Games ein Key zur Verfügung gestellt, damit ich euch das Ganze mal hier vorab zeigen kann. Eins, was wichtig ist zu wissen, das Ganze ist eine Early Access Version. Es gibt ein paar Bugs, die definitiv noch vorhanden sind. Es kann sein, dass die zum Release vielleicht noch gefixt werden. Es kann sein, dass sie erst später gefixt werden. Das nur halt eben vorab zu wissen. Ansonsten, ja, wir gucken uns das Spiel mal an. Ich habe das Ganze schon mal so ein bisschen gestartet, schon mal die Tutorials und sowas gespielt, damit wir so ein bisschen wissen, oder ich zumindest weiß, was ich hier machen muss. Und wir haben Folgendes. Also wir haben hier dieses Menü und können einfach eine Sitzung starten, können durch unsere eigene Stadt, durch Tramau mit unseren Straßenbahnen auf unserer Straßenbahnlinie fahren. Hier können wir unseren Betrieb verwalten und hier ist unser Profil, der Typ hier Elon Musk am Start. Ich würde aber gerne eigentlich jemand anderen nehmen. Hier nehmen wir mal lieber den da, weil ich keine Lust habe auf Elon Musk. Ja, Peter Petersen, das sind wir. So, akzeptieren das, jetzt sind wir Peter Petersen. So, es gibt diesen Karrieremodus, wo man eben tatsächlich seine Stadt, seinen Betrieb nach und nach eben verwaltet und mehr Linien fahren kann, mehr Straßenbahnhaltestellen, mehr Straßenbahn kaufen und so weiter und so fort. Es gibt den Sandbox-Modus, wo man einfach so fahren kann. Ansonsten gibt es auch ein Benutzerhandbuch und sehr gute Tutorials, auch in die Signalisierung, in die Fahrzeuge, ins Gameplay. Das geht alles sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir machen mal Folgendes. Wir gehen einmal darin, dass wir unseren Betrieb verwalten. Und wir sehen hier an dieser Stelle, dass wir in unserem Netz zwei Linien haben. Die sind vorab eingestellt. Das ist einmal ja, die Linie, ich glaube Linie 1 heißt sie dann einfach. Und das hier unten ist Linie 2. Wir können, wenn wir die Linien verwalten, das Ganze sehen. Genau, Linie 1 haben wir hier. Das ist das Netz und Linie 3 haben wir hier. Könnten wir theoretisch löschen. Lassen wir jetzt aber, sehen auch hier genau die Haltestellen. Können dann an dieser Stelle den Fahrplan bearbeiten, wann zum Beispiel die Linie startet, wann die endet, in welchen Intervallen sie fährt, die Linienzufriedenheit, das erwartete Fahrgastaufkommen und so weiter und so fort. Genau. Also auf jeden Fall kann man hier ordentlich was einstellen. Ich klicke das einmal ganz schnell durch. Hier kann man dann zum Beispiel sehen, die Linie, die Straßenbahn 1 an dieser Stelle, die fährt um 7 Uhr los und kommt um 7.08 Uhr am Hauptbahnhof an. Um 7.08 Uhr, um 7.13 Uhr fährt sie dann wieder zurück. Um 7.19 Uhr ist sie wieder am Freimutplatz und dann fährt sie um 7.30 Uhr wieder vom Freimutplatz zum Hauptbahnhof. Und hier sehen wir die zweite Tram, was sie gleichzeitig macht. Ne? Also da muss man auch so ein bisschen gucken, dass sie sich nicht blockieren. Und wir haben aktuell nur zwei Trams. Dementsprechend können wir da jetzt nicht noch mehr einstellen, aber ja, es gibt der Linienmanager scheint gar nicht mal so schlecht zu sein. Hier können wir dann unsere Trams verwalten. Wir haben aktuell eine Ulf A1, die wir fahren können. 42 Sitzplätze, 94 Stehplätze und so weiter und so fort. Können dann zum Markt und Straßenbahn kaufen und so weiter. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal rein ins Geschehen. So. Und starten einfach mal eine Sitzung. Wir nehmen ja die Ulf A1. Ansonsten kaufen kann man sich noch die R2.2b. Ich glaube, die fährt in München auch. Die Stadtregiotram Ulf B1. Ja, das haben wir aktuell zur Auswahl. Lackierung können wir entweder die Tramau-Lackierung nehmen oder das Original. Ich nehme jetzt einfach mal die Originallackierung und wählen das Ganze an. Dann können wir entscheiden, auf welcher Linie wir fahren wollen. Ich würde gerne auf Linie 1 fahren. Starte am Hauptbahnhof. Wir fahren dann Richtung Freimutplatz. Wir nehmen dann die Linie, ja, ich würde sagen, so um 9 Uhr, 9.13 Uhr fahren wir dann los. Vorbereitungszeit geben wir uns mal 3 Minuten. Fahrzeugzustand bereit zum Fahren. Genau, man kann auch, ja, wobei lassen wir das Ganze bei 2 Minuten, man kann auch in einem späteren, zum späteren Zeitpunkt das Ganze auch so machen, dass man selbst aufrüstet, aber jetzt werden die Fahrzeuge aufgerüstet bereits bereitstehen und ansonsten kann man hier noch auswählen, wo man startet und dann starten wir einfach mal. Und ich kann euch eins sagen, es macht auf jeden Fall Spaß. Die Steuerung muss ich mir noch ein bisschen anpassen, da ich sehr gewöhnt bin an Train Simulator und TSW. Ist das so ein bisschen eine kleine Umgewöhnung, aber ich glaube, das kann man noch anpassen. Aber schauen wir mal, ne? City Transport Simulator Tram ab morgen, ab dem 20. Ne, ist das morgen? Ich weiß nicht genau, wann dieses Video erscheint, aber auf jeden Fall ab dem 20. erhältlich auf Steam und zu einem späteren Zeitpunkt auch erhältlich auf
Der Konsole, wann der Konsolenrelease allerdings ist, ist noch nicht ganz bekannt. So, es lädt. Und dann sind wir auch schon in unserer Tram. Wir sehen hier, können wir den Innenraum sehen und den Außenbereich. So, und aktivieren mal die Türfreigabe. Unsere Fahrgäste können ein- und aussteigen. Wir sehen auch da unten links im Monitor, dass wir noch eine Minute haben bis zur Abfahrt. Oder weniger als eine Minute. Wir machen gleich die Türverriegelung rein. Und ja, ansonsten ist halt soweit alles aufgerüstet. FIS kann man, glaube ich, auch bedienen, ist aber auch wirklich schon aufgerüstet, ist auch schon alles bereit. Fahrgastraumbeleuchtung schalten wir uns noch gerne an. Führerraumbeleuchtung, ja, brauchen wir nicht. Windschutzscheiben, Entfroster brauchen wir jetzt auch nicht. So, haben noch ungefähr eine halbe Minute. Federspeicherbremse lösen. Ansonsten passt das, glaube ich, soweit. So, wir verriegeln die Türen und fahren dann los. Huch, das war der falsche Blinker. Na? Immer die falsche Taste gedrückt. Wie gesagt, ein bisschen schwierig für mich noch mit dem mit der Steuerung. Haltestelle Hauptbahnhof West. So. Ampel ist rot. Dann können wir fahren, glaube ich. So. Und dann halten wir hier Hauptbahnhof West. Jawohl. Geben die Türen frei. Türverriegelung aus und Leistung aufschalten. So, wir dürfen fahren. Haltestelle Ringensteinstraße. Ab hier dann die 30. So, haben schon leichte Verspätung. Da ist der Kollege. Jo, Ulf. Und dann halten wir wieder an. Türen freigeben. Türfreigabe rausnehmen und wir fahren weiter. Haltestelle Oberer Ring. Okay, Oberer Ring als nächste Haltestelle.
Ja, wir sind in einer fiktiven Stadt in Süddeutschland. Mit einer langen Tram-Geschichte. Angeblich, so wurde zumindest im Tutorial gesagt. Ja, so sieht es hier im Innenraum aus. Und Moment, Nullstellung. So. Work in Progress, ja. Also da wird dann die Karte auch irgendwann erweitert anscheinend in die Richtung. Level up. Haltestelle Kaiserpark. Und dann einmal hoch auf die 50. Ich glaube, von Max unser Straßenmann ist 70. Auf. Und Türfreigabe verriegeln. Dann dürfen wir fahren. Ich glaube, wir müssen eh nach links. Ich weiß nicht genau, woran wir festmachen, in welche Richtung wir fahren. Oh, wir müssen nach rechts, okay. Haltestelle Baumannstraße. Und auf zur Baumannstraße. Ankündigung auf 20. Was ich halt so ein bisschen befürchte bei dem Spiel ist, also es macht super viel Spaß, finde ich. Was ich so ein bisschen befürchte ist, weil es halt wirklich diese eine fiktive Stadt nur ist. Weil es nur diese eine. Achso, Moment. So, Türfreigabe natürlich rausnehmen. Weil es nur diese eine fiktive Stadt ist, habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass irgendwann der Wiederspielwert ja, etwas sinken wird im Laufe der Zeit, weil man dann irgendwie zum 13. Mal schon an der Baumannstraße gewesen ist. Und ich fand ja. Haltestelle Freimutplatz. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ich fand ja die Vorgängerherangehensweise eigentlich gar nicht so übel, dass das halt Fahrzeuge waren, die aus der Realität bekannt sind. Nicht Fahrzeuge, sondern Strecken, die aus der Realität bekannt sind. Und hier haben wir halt diese fiktive Stadt. Also es ist eine künstlerische Entscheidung, die ganz interessant ist, dass sie so getätigt worden ist. Ich persönlich hätte mich eher gefreut um, sagen wir mal, huch. Ups. Ja, ne, also das sind so diese Bugs, von denen ich erzählt habe, dass da nicht alles jetzt, sagen wir mal, perfekt ist. Müssen wir hier anhalten? Ich glaube schon. Ja. Level up. Do you want to skip the pause time? Jawohl, skippen wir das Ganze mal. Und dann fahren wir jetzt einmal zurück.
einmal über die Wendeschleife. Haltestelle Baumhornstraße. So, Ampel zeigt Fahrt an. Und schön auf. Und weiter geht's. Habe ich die Tür nicht verriegelt? So, jetzt. Ab hier dann 20. Haltestelle Kaiserpark. Und einmal hoch auf die 50. Und wir bremsen ab und halten an. Ich konnte mir bisher selbst noch nicht groß die Stadt angucken, weil ihr müsst wissen, wenn man das erste Mal hier unterwegs ist so richtig, dann muss man sich sehr auf das Fahren konzentrieren und auf die Gleise. Dementsprechend habe ich mir noch gar nicht so richtig bisher die Szenerie angucken können. Huch. Ich wollte nicht zum Rangierpult. Plan zur Erweiterung des Südrings abgeschlossen. Du bist mit deinem Auto zusammengestoßen. Das Auto ist mit mir zusammengestoßen! Ich hatte ganz bestimmt Fahrt. Also, sorry. Ja, aber auch das wurde bereits angekündigt. Haltestelle Oberer Ring. Dass, sagen wir mal, auch nicht alle KI-Autos unbedingt sich nach den Regeln der STVO halten. Und auf geht's. Ja gut, wir können natürlich auch blinken. Ich habe jetzt den Blinker überhaupt gar nicht zum Beispiel benutzt. Sollte man natürlich auch idealerweise machen. So, wir dürfen fahren. Ich habe halt keine Ahnung, wohin. Ich hoffe einfach, dass die Weichen richtig stehen. Haltestelle Ringensteinstraße. So, geradeaus weiter und ab diesem I dürfen wir dann wieder 50 fahren. Fast pünktlich. Mit 4-5 Sekunden Verspätung, das ist doch nichts. Das ist doch keine Verspätung.
So, 30. Also da sollte man mal die Straßenbahn in meiner Stadt kennen. 4, 5 Sekunden Verspätung, das ist ein absoluter Traum. Haltestelle Hauptbahnhof West. So, Hauptbahnhof West ist dann die vorletzte Haltestelle. Schön wäre natürlich, wenn man hier auch Züge sehen würde, aber ich glaube, hier fahren leider keine Züge. Level up, Das Ganze ist übrigens auf der Unreal Engine gebaut, also der gleichen Engine wie auch der Train Sim World. Ja, nee, zu spät, sorry. Dann können wir nach links. Setzen mal den Blinker. Haltestelle Hauptbahnhof. Fahrtende. Bitte aussteigen. Ja, so sieht es hier aus am Hauptbahnhof. Ein wunderschönes Bahnhofsgebäude, sogar mit DB-Logo. Also tatsächlich lizenziert. Interessant. Aber wirklich ein wunderschönes Gebäude. Sieht ja fast aus wie Amsterdam. Nein, nicht der Warnblinker. Also wirklich toll modelliert, auch wenn das alles sehr repetitiv ist, die Texturen da drin und die Fahrgäste wieder hier im Boden versinken. Genau, und jetzt ist halt wieder 5 Minuten Pausezeit. So, Strecke abgeschlossen. Da ist auch schon. Do you want to skip the pause time? No. Kommen jetzt hier irgendwie auch wieder raus. So, kommen wir wieder raus. Zurück ins Hauptmenü. Entfernung zurückgelegt, 4,3 Kilometer, Ampeln beachtet 23, an 2 Haltestellen angehalten, Strecken abgeschlossen 2, Fahrgäste befördert 69, perfekte Stops 0. Hey, also das finde ich ein bisschen angemessen, vermessen, angemessen. So, und dann weiß ich jetzt gar nicht, das war nämlich meine erste richtige Fahrt, was denn jetzt, was wir jetzt machen können. Also wir haben jetzt hier das hier, diese Währung da oben rechts. Ich glaube, das ist sowas wie so eine Art Währung. Hier kann ich nochmal 350 Experience Points abholen und dann befördere 100 Fahrgäste mit der Straßenbahn zu ihren jeweiligen Zielen. Kann man dann nochmal Experience Points abholen. Und die führen dann, glaube ich, dazu, dass, ja, die Laune der Fahrgäste verbessert wird, unter anderem. Jetzt haben wir hier noch eine E-Mail. Aufregende Gelegenheit. Willkommen an Bord. Ich bin Laura, Senior Route Designer bei TSB Bahn. Das ist mein Verkehrsunternehmen. Aufregende Jobgelegenheit. Wie würde es dir gefallen, neue Straßenbahnlinien für unser Netz zu entwerfen? Betrachte es als Chance, in die Welt der Streckenplanung einzutauchen und die Zukunft des Straßenbahnnetzes von Tramau mitzugestalten. Folgendes sollte zu beachten: betriebliche Ressourcen. Nutze deine Betriebspunkte für den Kauf von Fahrzeugen und die Anbindung von Straßenbahnhaltestellen. Fahrzeugplätze. Stelle sicher, dass die neue Linie die in die aktuelle Flottenkapazität passt. Fahrgastnachfrage: identifiziere stark frequentierte Bereiche für effektive Strecken, um die Zufriedenheit der Fahrgäste sicherzustellen. Okay. 1, 2, Belohnung, bla 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 bla. Weitere Hilfe und Anleitung findest du im Benutzerhandbuch. Sehr gut.
Danke, Laura. Dann haben wir den Alex. Kannst du es glauben? Es passiert wirklich. Fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, dass wir mit der Straßenbahnausbildung begonnen haben und jetzt sind wir endlich richtig Straßenbahnfahrer. Ja, verrückt, ne? So schnell geht das, Alex. Erinnerst du dich, wie besessen wir als Kinder? Bla, 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 bla. Übrigens, ich habe gehört, dass du eine Straßenbahnlinie entwerfen darfst. Wie cool ist das denn? Ich habe von einigen Kollegen gehört, dass ein neuer Fahrzeugplatz zur Verfügung steht, falls du ihn brauchst. Hervorragend. Und was ist das hier? Felix Wagnus sagt, hoffentlich läuft dein Straßenbahnabenteuer gut. Ich habe etwas Aufregendes für dich mitzuteilen. Fahrzeugdesigner hier bei TSP Bahn, habe ich an einem neuen Logo für unsere Straßenbahnflotte gearbeitet. Da, 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 ich brauche deine Hilfe, bla, bla, bla. Okay, also so ein paar Hilfen, die da einem ab und an mal geschrieben werden. So, genau, Level 4, haben fast Level 5 erreicht. Ich will wieder zurück, ich möchte eine Linie entwerfen. Linien verwalten. Neue Linie erstellen. Keine Haltestelle ausgewählt. So. Ich würde sagen, wir wählen den Hauptbahnhof. Für eine gültige Strecke müssen mindestens zwei Haltestellen vorhanden sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, was dieses dreieckige Symbol heißen soll, dass dort vielleicht eine Wendemöglichkeit besteht. Und dann fahren wir hier zur Lichterallee. Haltestelle ist nicht mit dem Netz verbunden. Kann ich hier hin? Ja. Kann ich dahin? Ja. Universität. Haltestelle ist nicht mit dem Netz verbunden. Okay, aber ich würde es gerne verbinden. Verbinde es doch. Moment, also wir starten nochmal hier Hauptbahnhof. Ach so. Ach, das heißt, die Haltestellen können wir gar nicht, glaube ich, benutzen. Kann das sein? Aber doch, ich kann doch die Haltestelle benutzen. Kann ich hier hin? Das geht auch. Hierhin kann ich auch. Hierhin auch. Achso, das kostet mich immer 20 von diesen Experience Points, ne? So. Und an einer gültigen Endhaltestelle. Ja genau, das sind die Endhaltestellen. Okay, dann fahren wir einmal dahin. Nächster Schritt. Fahrzeuge. Erwartetes Fahrgastaufkommen hoch. Linienzufriedenheit. Oh, Startzeit 7 bis... Ja, wir fahren auch bis 21 Uhr, würde ich mal sagen. Intervall lassen wir mal bei 15 Minuten. Mindestpausezeit jeweils 5 Minuten. Und ich glaube, das passt soweit. Nächster Schritt. Okay, erforderliche Fahrzeuge 3. Wir müssen 3 Fahrzeuge kaufen. Können wir 3 Fahrzeuge kaufen? Wir können eine Ulf A1 kaufen. Die anderen sind gesperrt. Dann haben wir 3 Fahrzeuge jetzt gekauft. Nee, Moment. Ich wollte sie nicht verkaufen. So. Dann haben wir 3 Fahrzeuge jetzt gekauft. Haben natürlich nicht ansatzweise die ganzen Passagiere, die wir wegbekommen. In diesem Menü kannst du letzte Anpassungen an deiner Linie übernehmen, wie Liniennamen, Kurzname der Linie, Ibis-Code und vieles mehr. Gib deinen Liniennamen ein, um deine Linie besser zu organisieren. Der Kurzname der Linie wird für Anzeigen wie Matrix, Haltestellen, Tafeln und anderen verwendet. Ordne der Linie einen Ibis-Code zu, damit du deine Linien auch direkt in der Straßenbahn über das Ibis-Gerät einstellen kannst. Die Statistiken der Linie sind in der Übersicht da rechts aufgeführt. Wenn alle relevanten Einstellungen vorgenommen wurden, kann ich speichern und verlassen. Okay, Liniennamen. Das ist die... ja, das ist die 3. Bestätigen. Kurzname der Linie 3. Bestätigen. Ibis-Code 003. Farbton. Oh, nehmen wir mal dieses schicke Pink. So, Ibis-Code wird bereits verwendet. Achso, okay. Dann die 4.
Dann ist das aber auch die Linie 4. Und kurz nach der Linie ist dann ebenfalls die 4. Linien kosten 160, Fahrzeugkosten 120. Intervall 15 Minuten. Zufriedenheit so. Speichern, Linie speichern und Spielsparten speichern und verlassen. Dann haben wir jetzt eine neue Linie. Sehr gut, die Linie 3. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dort fahren wir dann unsere neue Linie 3. Und ja, ich denke mal, das Ganze können wir auch direkt vielleicht schon morgen machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bin gespannt auf euer erstes Feedback. Schreibt mir gerne mal vieles dazu in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Und morgen sehen wir uns dann mit der Linie 3. Macht es gut, tschüss und auf Wiedersehen.